und herzlich willkommen hier zu einem neuen Videoguide zu Followern. Heute geht es um einen Level 100 Follower, genauer gesagt um das Abbild von Erzmeister Magier, nicht Meister, Magier Vargott. Ja, Vargott ist euch sicherlich bekannt oder auch nicht, aber er könnte euch bekannt sein, sagen wir es so, aus The Burning Crusade. Dort gab es einen Stab, glaube ich, ein Quest-Item, mit dem man sein Abbild immer mal wieder beschwören konnte und so lief er dann öfter mal mit einem herum und ja, war so ein gewisses Kult-Item und natürlich hat Blizzard sich nicht lumpen lassen und neben zum Beispiel auch ja, Leeroy in UBS, aber auch hier eben den Erzmeister Vargott wieder eingeführt in Draenor, wo eben Vargott damals auch war, beziehungsweise war es ja Outland. Ja, schauen wir mal, wie können wir Erzmeister Vargott bekommen? Ist gar nicht so schwer, man muss 4 Items sammeln an ja, unterschiedlichen Positionen in der Welt und danach diese 4 Items abgeben. Recht einfach, es ist nur nicht zum Beispiel auf Add-ons wie Handy Notes verzeichnet, von daher sammeln wir die mal ein. Ich zeige euch kurz die Positionen und dann geben wir zusammen die Items ab und holen uns ja, das Abbild von Erzmagier Vargott. Mal sehen, ob es sich hochstuft auf Blau. Anfänglich ist er grün, aber das werden wir dann am Ende nochmal sehen. Das erste Teil, den Ring, findet ihr an dieser Stelle hier genau geradeaus. Also wenn ihr seht, wir stehen hier in Gorgrond unterhalb des Allianzflugpunkts an Skysea Point, also zumindest glaube ich, ist nur ein Allianzflugpunkt, dann ist es direkt hier vor uns. Auf der Karte seht ihr, wo ich jetzt stehe und dort seht ihr dann auch live da hinten, wo es leuchtet, ist das erste Teil. Das ist das Schöne bei diesen Items, es kann einem auffallen aus der Ferne einfach durch dieses unglaubliche Leuchten, denn sobald niemand in der Nähe ist, leuchtet das Ding und wenn ich jetzt gleich ranreite, wird das Ganze aufhören. Gehen wir hier einfach mal durch, normalerweise sollten wir uns bis da hinten nicht mehr weiterverfolgen, von daher brauchen wir uns da um die nicht stören. So, ihr seht, das Ganze leuchtet, da ist auch der Archmage, der so ein bisschen drüber schwebt. Man sieht die Items nicht, man sieht aber, es ist eine Quest, die man annehmen kann. Und ja, so habe ich jetzt die Quest angenommen. Hier liegt sein Ring, deswegen ist das Ganze auch ein bisschen klein gewesen. Also nochmal ganz klar, die Position selbst ist hier. Wenn ihr aber hier vorne steht an dieser Kreuzung, Gorgorex Fall, dann könnt ihr dort hinten, eben an diesem Punkt, wo ich jetzt stehe, schon das Feuerwerk mit dem Ring sehen, der hier in dieser Kuhle drin ist. Ganz einfach. Das ist also der erste Teil. Der zweite folgt sogleich. Das nächste Teil unseres Rätsels findet ihr, wenn ihr nach in den Frostfeuergrad reitet bzw. fliegt. Und zwar müsst ihr dazu als Allianzler zum Beispiel hier hinfliegen. Als Hordler ist euch natürlich ganz klar bewusst, wo ihr hinfliegen müsst. Schön ist, dass nur der Teil der Karte aufgedeckt ist, wo ihr überhaupt hin müsst. Nämlich ihr müsst reiten von diesem Flugpunkt nach da rein. Also hier in diese Kuhle geht's rein. Und dann nach oben an diesem Magnarok vorbei und an dieses Teil hier hinten dran. Also einfach dort durch diese Kuhle dort ist der Eingang, wodurch ihr hier hinten hinkommt. Wenn ihr dann hier seid, seht ihr das Teil des Archmage schon, was da hinten blinkt. Ihr ja, seht es in der Ferne sicherlich. Da, wunderbar. Wir sind nämlich als nächstes seine Schuhe und ja, die findet man einfach hier. Da sind die Schuhe. Accept und schon haben wir die Quest auch für die Schuhe angenommen, so dass wir jetzt weitergehen können zum dritten und vorletzten Teil schon. Den Hut von Erzmeister Vargott findet ihr in Shadrath und zwar genau hier an diesem Punkt. Das ist so zwischen diesen beiden ja, Stellen, wie ihr hier seht. Dort findet ihr den Hut und zwar, wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, direkt hier auf der normalen Karte liegt er dort. Da seht ihr das dann auch. Leuchtet natürlich auch, wenn ihr aus der Entfernung dran geht. Keine Angst, wird es dann wieder leuchten in dieser wunderbaren Farbgebung, so dass ihr da relativ einfach rankommt. Also hier an diesen Treppen, ich zeige es nochmal kurz auf der Karte, dazwischen genau ist der Hut zu finden.
Für das vierte Teil, den Stab von Erzmagier Vagot, müsst ihr nach Nagand reiten. Genauer gesagt, hier oben in diese Pilzgegend, wie ihr seht, wo ich bin. Und wenn ihr dann hier seid, seht ihr schon, wenn ihr reinkommt, direkt da hinten das Ding leuchten. Was auch immer er da macht, irgendwie einen temporalen Riss oder so, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und dort, wenn ihr euch dahin begebt, findet ihr dann seinen Stab liegen. Da haben wir ihn schon. Da ist der Stab von Erzmagier Vagot. Ja, und sobald ihr den habt, wir zeigen nochmal ganz kurz die Karte. Die Karte hier, da ist sie. Wenn ihr den habt, könnt ihr alle Items abgeben. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Um euren Level 100 Begleiter Erzmagier Vagot bzw. sein Abbild zu bekommen, müsst ihr dann einfach nur noch zurück hier zu diesem wunderbaren Zuti Fitzel Fury und bei dem alle Items abgeben. Der erzählt euch dann eine kleine Geschichte, ja, in der es darum geht, im Wesentlichen, hey, Mensch, nicht nur die arkanen Drachen bzw. die bronzenen Drachen können irgendwie durch die Zeit und Raum reisen, sondern auch da scheint es irgendwie einen Trick zu geben. Das ist auch das Wesentliche, was der gute Vagot vorhatte, also so ein bisschen die Macht zu haben wie die bronzenen Drachen. Ihr werdet das gleich auch sehen, da geht es so ein bisschen um Zeitmagie hier. Ja, er macht jetzt hier auch so ein temporales irgendwas. Und ja, aus diesem, was ja auch so ähnlich aussieht wie das, was ihr immer seht, wenn die Quest-Items da sind, kommt dann eben das Abbild von Erzmeister Vagot, Magier Vagot. Und ja, wenn ihr ihn da nochmal ansprecht, seht ihr, dass er sich euch eben als Follower anbietet, also als Anhänger, und dann könnt ihr ihn annehmen. Ist, wie gesagt, normalerweise ein grüner. Manchmal hat man Glück. Ich hatte bisher bei den beiden anderen Charakteren, mit denen ich es gemacht habe, kein Glück. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Ja! Ein Upgrade mit einem Counterspell, yay. Ein Upgrade auf Erzmagier Vagot. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Glück. Endlich habe ich auch mal im Video ein bisschen Glück. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei, eure Followerschaft, eure Anhängerschaft weiter zu vergrößern. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Videos dazu. Aber natürlich auch in Zukunft hier Raid Guides und viele andere Sachen. Deswegen immer wieder reinschauen, abonnieren. Schaut natürlich auch bei uns auf der Website vorbei, wo wir übrigens alle Kartenausschnitte auch nochmal verlinkt haben, sodass ihr euch die dort nochmal angucken könnt. In diesem Sinne abonnieren, auf Facebook liken, venian.eu besuchen. Bis dahin, euer Venian. Tschüss.